Also, hier haben wir das gute Stück, die Les Paul. Nun wollen wir sie auch mit dem neuen Gurt bestücken. Dazu, wie gesagt, einfach den Stift nach oben ziehen, den Gurt dran. Und das war's. Ihr seht, da rutscht nichts raus. Das Security Lock hält, funktioniert, alles 1A. Genau das gleiche natürlich dann auch an der Hinterseite der Gitarre. Genau das gleiche. Ja, das war's auch schon. Die Gitarre hat einen festen Sitz, da rutscht nichts mehr, da geht nichts ab und man kann bedenkenlos spielen. So, wie ihr hier sehen könnt, ist das alles wunderbar verbaut. Ja. Das hält alles bombig. Genauso wie hier vorne. Auch aus dieser Sicht nochmal zu sehen. Alles fest. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, es ist kein großer Aufwand. Relativ fix passiert. Hat natürlich jetzt in dem Video ein bisschen länger gedauert, ist klar. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, ist wirklich kein Aufwand. Zu dem Bohrloch, was ich da gestopft habe, ihr könnt das auch mit dem ganz normalen Streichholzmethode ausprobieren, habt keine Angst vor sowas. Ich weiß, Gitarren sind nicht billig, aber probiert es einfach aus. Ich habe es gerade auch erst das erste Mal live hier ausprobiert mit dem zwei Komponenten Klebstoff bzw. mit der zwei Komponenten Knete. Und ihr seht, es hat wunderbar funktioniert. Also seid da ein bisschen experimentierfreudig. Es kann nichts schief gehen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Zum Kostenaufwand des Gurtes bzw. der Strap-Locks. Ich habe für alles in allem 35 Euro bezahlt. Ich denke, das ist ein guter Preis. Und auf jeden Fall immerhin besser als eine neue Gitarre, denn wenn die Gitarre mal aus einem Meter auf den Boden fällt, dann kann das schon böse enden. Also, bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!